Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich ein sehr, sehr cooles Video gefunden von Survival Martin. Überlebt extrem kalte Winter-Horror-Nacht mit Billigausrüstung, nur knapp. Das ist geil. Es ist wirklich interessant, weil ich finde, ich habe auch so ein paar meine Ausrüstung und die ist halt nicht krass, ne? Das ist irgendwie irgendwo im Wintersportladen habe ich mir 100 € Schuhe gekauft und so eine 100 € Wandertasche, die komplett Schrott ist. Ich brauche eine neue Wandertasche, wirklich. Jedes Mal, wenn ich reise, denke ich so, boah, heute geht die kaputt, heute geht die kaputt. Und ich glaube, das ist nicht gut, wenn man das macht. Aber gut, egal. Man braucht bessere Ausrüstung. Aber ich möchte mal gerne wie sehen, was Survival Matti macht mit eine Billigausrüstung. Ob die überhaupt hält für eine Nacht. Schaut mit rein, das wird lustig. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Let's do it. Zack. Heute Survival Selbstversuch, Survival Money versucht. Billig versus Feuer. Ich habe heute vor, mit ganz wenig, ganz billig klarzukommen. Hallihallo, hallo. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Survival Money. Heute wieder ein Survival Selbstversuch. Wir Hallo, haben circa Survival minus Martin. 6 Grad. Außentemperatur. Es ist Winter. Und Survival Money hat sich überlegt, testen wir doch Ja, aber ich mal habe eine sehr 5,8. günstige Ausrüstung. Ich habe mir im Spezialdepot ganz günstig gebrauchte Sachen gekauft. Rucksack, Isomatte und so weiter alles. Also, ich schätze, so ungefähr 70 € habe ich ausgegeben, um ein Startset quasi für Survival, Überleben, Bushcrafting. Reicht das? Das ist heute die Frage. Ich habe jetzt noch mal eine Jeans an. Das Einzige, was ein bisschen was hochwertig ist, sind meine Stiefel. Aber mit Turnschuhe bei dem Wetter, da kannst du gleich zu Hause bleiben. Das hat ja keinen Sinn. Meine Jacke ist aus meiner Wintergarderobe. Ganz normalen Schal, Mütze und Handschuhe habe ich immer so eine Baumarkthandschuhe. Und dafür drüber Ganz so kurz, meine alten. geht ihr eigentlich auch survivalen und mit welcher Ausrüstung? Schreibt das gerne mal in den Kommentaren. Ich zum Beispiel habe eigentlich nur eine normale Matte dabei, die ich dann von Decathlon gekauft habe für 10, 15 € und die reicht komplett, die reicht wirklich komplett für mich, auch im Winter. Jetzt gerade meine Tasche, ne, habe ich ja schon am Anfang erzählt, ist kaputt gegangen. Das war auch sehr lustig. Da wollte ich 24 Stunden 100 Kilometer laufen und was ist passiert? Ohne Scheiß. Morgens aufgestanden um 5 Uhr, um 6 Uhr morgens waren wir schon am Bahnhof, mussten nur vom Bahnhof zum Wald wandern und dann geht die Challenge los. Und ohne Scheiß, vor wo wir gerade ausgestiegen sind, ist die Tasche kaputt gegangen. Ich wollte die Kamera rausholen und wollte gerade den Clip machen, den ersten. So, ey, hier, wir sind jetzt am Bahnhof angekommen, jetzt geht's zum Wald. Und ich konnte die Tasche nicht mehr zukriegen. Weil die Tasche hat so einen Reißverschluss. Und der Reißverschluss ist, ja, ich habe einfach den Reißverschluss in meine Hand gehabt. Ich habe mich so verarscht gefühlt. Ich habe mich so verarscht gefühlt. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Ich bereite mich hier ein, zwei Tage vor und die geht einfach kaputt. Deswegen, welche Ausrüstung habt ihr mit, wenn ihr survivalt? Und welche Ausrüstung war wirklich Kacke für euch? Welche ist wirklich schnell kaputt gegangen? Und welche würdet ihr weiterempfehlen? Weil das würde für mich interessant finden, weil ich suche eine neue Tasche, ich suche neue Wanderschuhe, ich suche ein neues Messer. Und die Leute, die das Video angucken, vielleicht möchten die auch neue Sachen finden. Und vielleicht könnten die halt in der Beschreibung finden, ey, da hat einer geschrieben, hier, das Messer von Mora ist richtig geil, ne? Ja, gerne reinschreiben in die Kommentare. Das wäre cool. Verlallerten Dinger. Ich werde heute herauskriegen, ob man mit wenig bei solchen Temperaturen draußen klarkommt. Wir suchen uns einen Platz. Ach ja, kein Zelt, sondern Baumarktplane. Oh Mann, ey. Mir ist kalt. Mir ist jetzt schon kalt. Mir faulen gerade die Finger ab. Kann Survival, Martin, mit Low Budget draußen in der Natur klarkommen? Bei widrigen Temperaturen? Kalt, Winter? Ah, wie krieg ich's raus? Das kriegt Survival Martin hin. Ja, das ist mir auch. Das ist heftig. Mein Egal, ich Zeug rede nicht habe so ich viel. natürlich Okay, separat wir und das gucken muss ich leider auch so sagen, wie das. Die bekommt eine Extrawurst, weil ich nicht einsehe, dass sie wegen mir leiden muss. Deshalb baue ich ihr noch ein extra Setup auf, wo sie ihren Schlafsack, ihre Isomatte und alles hat. Das habe ich nicht. Ich habe halt nur das normale, weil ich gerade auf meinem schönen Rucksack sehe. Die Axt habe ich mir ausgeborgt, genau wie Messer und Gabel habe ich mir ausgeborgt von zu Hause. Ein Feuerzeug hat man auch irgendwie herumzuliegen. Ein Packung Taschentücher genauso. Essen und Trinken musst du ja sowieso irgendwie besorgen. Aber an Ausrüstung halt wirklich spartanisch. So gut wie. Ich habe einen Kameramann, der ist da drüben. Wo ist er da? Ah, da. Da ist der Kameramann, den habe ich mit bei, weil den brauche ich. Der so quasi mein Notnagel, sollte mal irgendwas schief laufen, kann er mir quasi dann wiederbelebende Maßnahmen durchführen. Ja, wirklich. Das wollte ich eben gerade sagen. Mies,
Das ist mir auch passiert. Da war ich mit Melvin und mit Andy unterwegs, zwei Freunde von mir. Oder Andy ist mein Cousin, Melvin ist mein Freund. Und wir haben eine Bayernreise gemacht im Winter. Und ohne gelogen, ne, es war so heftig in den Bergen. Du hast einfach jede Stunde, glaube ich, zwei, drei Lawinen gehört. Der ganze Boden hat. Wir waren halt schon auf einer sehr, sehr Höhe. Wir waren 1,8 schon, 1,6 und du hast jedes Mal eine Lawine gehört. Und wir haben halt eine Schaufel dabei gehabt. Und mit dieser Schaufel haben wir einfach Loch gebuddelt und drinnen geschlafen. Und das war locker 1 Meter tief oder 1,5 Meter. 1,5 Meter ist zu viel, glaube ich. Aber so 70 Zentimeter hoch war der Schnee. Und wir haben uns runtergebuddelt mit der Schaufel und haben halt oben so ein Dach gebaut mit Erde. Oder mit Stock, mit Stöcker so und dann oben dann Schnee rauf, Erde rauf, Blätter drauf. Wenn man Blätter gefunden hat, weiß ich nicht gerade. Aber es war so kalt draußen, richtig kalt, aber drinne beim Bunker war halt, es war wirklich richtig schön warm. Aber was ich gerade sagen wollte ist, es ist so heftig, dass dieser Unterschied auf 6 Grad von 0 oder 0 von 0 Grad von 6, minus 6 Grad ist so kalt, das ist crazy. Und dann mit so einer Oder Billigausrüstung, mir eine das ist Decke ja über den bei Kopf ihm legen. so alles Vor der Nacht habe ich die meisten so Probleme. mehr so Plastik, ne, so ganz gut und günstig, ne? Da geht halt die Kälte richtig durch. Ich glaube, das wird hier mein Nachtlager. Hier werde ich mir mal was zusammenbauen und sowieso hinlegen. Damit haben wir den ersten Schritt schon vollzogen. Wir haben eine Stelle gefunden, an der wir uns niederlassen werden. Jetzt packe ich mal aus und zeige euch mal. Ja, immer gut, ne? Unter Bäumen irgendwie ein Shelter bauen. Wenn man ein Shelter baut, immer unter den Bäumen, weil du hast immer extra Schutz, immer Regenschutz, ne? Als jetzt einfach beim Freien was zu bauen, weil wenn dein Dach doch nicht gut ist, hast du immer noch Bäume, die nochmal den Regen abfangen. Ist eigentlich schon cool. Aber mal gucken, was für eine Ausrüstung der jetzt hat. Mal genau, was ich dabei habe. Eine Baumarktplane, 3x4 Meter, ein Bundeswehr-Schlafsack, ein gebürstiger Rucksack von der Bundeswehr, Essgeschirr gebraucht von der Bundeswehr, Isomatte, eine Axt, geliehen von Opa, ein Bundeswehr-Taschenmesser, eine Stirnlampe, Schnur aus dem Discounter, ein Feuerzeug, Messer, Gabel, Löffel, allerlei Konservendosen, Essen, Trinken, Handschuhe, Pullover, zwei Paar Socken, eine Mülltüte, Feuchttücher und Taschentücher. Mehr ist es nicht. Und jetzt wird sich ums Shelter gekümmert. Stimmt, was nehmt ihr eigentlich mit? Sag mal gerne mal, was für ein Fan seid ihr? Mehr ein Zelt immer oder ein Tarp? Weil das finde ich auch immer sehr komisch. Soll ich jetzt ein Tarp mitnehmen oder ein Zelt? Wenn ich lange Reisen mache, zum Beispiel, hast du die ganze Zeit fast 1,8 oder 2 Kilo oder 3 Kilo Zelt immer dabei. Das musst du immer mitschleppen. Und in den Bergen ist das halt auch immer heftig, wenn du dann 2, 3, 4, 5 Tage nur wanderst und dann wirklich so 200, 300 Kilometer wanderst, ist ein Zelt schon nervig, ist ein Plane schon geil. Aber was ich wieder immer riskant finde, wenn es wirklich mal regnet, du kannst das ja nie so richtig dicht machen. Ne? Oder wenn Regen und gleichzeitig Sturm kommt, so, ne, Wind, ist es noch schwieriger, irgendwie so einen Schutz zu finden, dass man sicher seine Sachen und sich trocken haltet. Ne? Deswegen ist eine Plane immer sehr schwierig für mich. Aber sagt mal gerne, was würdet ihr mitnehmen, wenn ihr jetzt unterwegs seid? Ne? Eine Plane oder wirklich ein Zelt? Wäsche habe fertig. Jetzt werde ich mir noch Tannennadeln suchen, weil mein Isomatte ja nicht besonders dick ist. Unten reinlegen noch auf die Folie, nicht unter die Folie, weil die Folie nochmal zum Boden eine Isolation gibt. Dann kommen die Nadeln und die Tannennadeln alles. Dann die Isomatte drüber und dann sollte passen. So, kurze Funktionsweise des Shelters. Ich habe jetzt hier einfach hinten dicke Hölzer reingelegt, das Gewicht hinten das nach schräg hält. Hier vorne habe ich jeweils eine Art Heringe gemacht, damit die Folie auch da bleibt, wo sie hingehört. Ja, mein Schal. Fazit bis jetzt, das Schlimmste an dem Scheiß, die Jeans. Mir rutscht Boah. ständig die Das Buchse runter. Fällt mir auch gerade ein. Pro Gewicht sparen, Zelt mitnehmen, weil, oder Plane mitnehmen und nicht Zelt, weil es zu viel wiegt. Wirklich, ich habe versucht, immer wenn ich losgegangen bin mit meiner Wandertasche, ich habe versucht, jeden Gramm weniger mitzunehmen. Und ich habe wirklich für mein Zelt, ich habe dann doch ein Zelt mitgenommen, manchmal auch mit einer Hängematte ausprobiert, dann mal mit einem Tarp ausprobiert.
Aber dann habe ich mal ein Zelt mitgenommen, aber wir haben nicht die Heringe mitgenommen. Und der Zelt brauchte Heringe, weil wir haben gedacht, so, nee, 100 Gramm weniger, geil, müssen wir nicht mehr schleppen, richtig gut. Dann haben wir ohne gelogen die Heringe weggelassen, die eigentlich voll wichtig sind, und haben wirklich, was Survival Martin jetzt auch hier macht, mit Stöckern einfach so geschnitzt, so 10, 12, voll viel Arbeit, 12 so Heringe aus Holz, und dann haben wir die alle befestigt und das funktioniert und man spart 100 Gramm mitzunehmen. Das bringt was. Aber ja, Ausrüstung mitnehmen für lange Reisen ist immer so ein Thema, ne? Du versuchst alles, wie es geht, immer kleiner zu minimieren und immer weniger mitzunehmen. Am Ende hast du trotzdem 20 Kilo auf dem Rücken. Das ist so geil. Mit jedem Besoffen sag ich mir ständig, zuppeln. Oh, furchtbar. Die sind halt, die schnitten, um cool auszusehen, lässig und so, weißt du? Aber nicht so für den Wald und so. Ja, weiter. Das ist quasi schon meine Isomatte. Quasi nur schon mal hier draußen, muss jetzt noch da rein. Da drüber dann die Isomatte. Alter, ist das viel. Das ist ja geil. Krass. Das ist aber kuschelig aus. Survival Martin hat Angst vor der Nacht. Der nächste Schritt, wenn wir Holz gesammelt haben, machen wir dann noch eine Lagerfeuerstelle fertig. Ich hab auch richtig Angst in der Nacht. Nicht so, dass jemand kommt, aber dieses. Das macht mich verrückt, diese ganzen Geräusche. Aber irgendwie, wenn man so ein, zwei Stunden dann im Wald ist in der Nacht, dann liebt man das. Das ist ganz komisch. Am Anfang ist man so, wow, man muss sich wieder ran gewöhnen, im Wald zu schlafen. Aber dann geht es irgendwann. Irgendwann hat man so diese Stille, man hört da ein bisschen rauscheln. Oh, ich liebe es. Ich muss wieder im Wald und es wird bald wieder Frühling. Ich freue mich so. Ich habe keine Lust mehr auf den Winter. Und dann hätte ich Feuer, weil ich brauche was Warmes im Bauch. Ich muss was essen. Ja, ich habe jetzt keinen Kocher dabei, also keinen Gaskocher oder kein Essbrett oder so, sondern nur Kochgeschirr. Das heißt, über das Feuer halt warm machen mit Essen. Auch das wird eine Herausforderung, weil ist man halt nicht mehr gewohnt. Gerade wenn man so gute Ausrüstung hat wie ich. Aber mit zwei Stöckern und so, dann mach ich schon. Ja, zeig ich stimmt. Mir da, jetzt geht das erstmal. Wo ist Luft? Trink Kuss. Ja. Boah, ja, ist gut. Oh, süß. Ja. Aber ganz kurz, ne, wenn ihr jetzt sowas ausprobiert wie Survival Martin, ich weiß nicht, ich habe es immer so, bin immer so zwiegespaltet. So, es ist cool, ne, so viel so, sag ich mal, Zeug ranzuholen, ne, von den Bäumen, dass man einen guten Unterschlupf hat, dass man nicht friert. Aber es tut mir auch immer ein bisschen so für die Bäume weh, so viel abzuhacken, weil man schon so wenig Wald hat und so wenig Bäume. Klar, es wächst eigentlich wieder nach, ne? Aber macht's, sag ich mal, mit Bedacht. Wenn ihr das macht, nutzt jedes Stück, was ihr dann absägt, dass ihr das nicht verschwendet, weil am Ende, ne, macht ihr den Wald ein bisschen damit halt kaputt, ne? Und wenn das viele machen, weil es wird ja immer mehr ein Trend, Survival, alle haben Bock drauf, alle möchten überleben draußen, so aus Spaß dann und übernachten, habe ich schon ein bisschen Bedenken, dass vielleicht irgendwann die Wälder alle kaputt aussehen, weil alle mal gerne mal ein Shelter bauen möchten, mit frischem Holz, dann Holz abhacken. Ich habe ja auch immer, ich probiere halt wirklich immer aus, altes Holz auf den Boden zu nehmen. Da kannst du auch so viel bauen, wenn du mal ein Shelter bauen möchtest, oder so einen Boden. Du kannst viel mit, sag ich mal, kaputt oder mit Sachen, was vom Wald schon, sag ich mal, tot ist, kannst du wirklich viel noch benutzen. Auch Blätter zum Beispiel. Kannst auch so eine schöne Matte bauen, wie Survival Martin. Jetzt im Winter ist es sehr schwierig. Aber ja, kleine Aufklärung. Bin gespannt. Jetzt heißt es Holz sammeln wie Sau, weil für die Nacht brauchen wir eine richtig gute Holzbasis und bei den Temperaturen da brauchst du. Und dann noch trockenes Holz, ne? Boah, das ist wirklich schwierig, im Winter minus 6 Grad ein trockenes Holz zu bekommen und dann das Holz auch anzukriegen. Das ist so heftig. Ey, das glaubt ihr nicht. Mir ist es auch passiert schon. Dann stand ich da in den Bergen mit meinen Jungs und wir haben eine 1,5 Liter Wasserflasche und da war Wasser drin vom Fluss und da war halt gefühlt 60% ein Eisklotz drin und da mussten wir die ganze Zeit so schütteln, dass es kaputt geht. Dann haben wir Eis getrunken, so kalt war das. Und da erstmal trockenes Holz zu bekommen, boah, das war anstrengend, das war so schwierig. Mal gucken, wie der das jetzt macht. Richtig viel Holz. Maya! Vorbereitung fürs Feuer laufen? Schon gesehen, hier liegt eine tote Birke, total geil. Unter dem Schnee hätte man es fast gar nicht gesehen. Kann hier super. Damit die Rinde abschneiden.
Super Bürgerin. Das ist cool. Oh, die sieht richtig perfekt, um Feuer anzumachen. Und damit auch nicht sparsam sein, ruhig reichlich davon ranholen. Mann! Oh, die Axt ist kaputt gegangen. Wie geht das denn? Hä, der hat doch nur Rinde abgemacht. Oh, wie schei. Oh, wie blöd. Ah, ist das blöd. Ah, fuck. Der wollte Feuerholz gerade besorgen, ne? Der hat gerade erst angefangen. Jetzt verstehe ich, warum der Titel heißt Winterhorrornacht. Oh, mein Gott. Weil der kein Feuer wahrscheinlich hat. Oh, kacke. Sorry für diese Auswort. Aber, oh, schade. Okay, mal gucken. Boah, krass. Ah, der hat noch ein Messer. Ey, ist doch nicht wahr, oder? So eine... Er kotzt mich an! Ah! Toll macht Martin! Toll! Ganz großes Kino! Ganz, ganz großes Kino! Fuck! Wenn das so weitergeht, bisschen Brennholz. Schön, auch gut. Oh Gott. Ja, ja, stimmt. Das Holzstiel ist wahrscheinlich das trockenste im Wald, was er hat. Schon mal gut. Feuer machen. Ja, zu guter Zunderholz. Gut, machen wir Feuer. Zur Verfügung habe ich ja heute nicht viel, außer mein Feuerzeug. Wo ich schon darüber sehr froh bin, weil das hat jeder zu Hause, beziehungsweise... Ganz wichtig, mach kein Feuer in irgendwelchen Wäldern, weil er gerade dazu Lust und Laune hat, sondern das ist hier von Micha, ich sponsor, der hat gesagt, komm, mach hier, die Ecke kannst du benutzen. Ganz wichtig, ne? Also ja, ja. Offiziell ist das nicht erlaubt, aber mit der Erlaubnis des privaten Eigentümers ist das halt ja kein Problem. Da haben wir ein bisschen Birke halt gesammelt, bevor mir meine Axt zerschrotet ist, bevor ich sie selber zerschrotet habe. Schön dünne Zeug. Es ist kalt, es ist alles ein bisschen nass und feucht, weil es schneit ja wie Sau, es ist halt Regen, nur das halt kälter. Das ist auch cool, ne? Wenn ihr so einen kennt, der so ein Stück Wald gehört, immer schon cool. Immer schon cool, ja. Hammer. Ich kenne auch jemanden. Das ist schon cool. Das ist schon cool. Da kommt vielleicht auch ein Projekt noch von Sortes und von... Ja, es ist eigentlich Sortes Projekt. Und ich habe versucht, jemanden zu fragen, der auch einen Wald besitzt. Und es sieht so aus, dass wir diesen Wald auch gerne ausleihen dürfen für das Projekt. Aber ob das klappt, wissen wir alle nicht, weil der Wald ist wahrscheinlich zu klein dann auch für das Projekt. Aber ja, mal gucken. Ob Sortes das irgendwie, Sortes, wenn du das siehst, ne? Ich hoffe, dass das Projekt weitergeht, weil ich bin auf jeden Fall noch dabei. Ich habe Lust mit dem Wald, könnte man auch vielleicht irgendwie hinbekommen noch. Ja, aber erstmal weiter gucken. Also ich würde jetzt tatsächlich mir das ist schon mal gut. Schön Birkenrinde raussuchen. Dicke fette Stücke. Das ist ein bisschen fein aufmasern. Birkenrinde brennt auch, wenn sie nass ist, weil die halt ätherische Öle enthält. So, ich bin jetzt ganz einfach. Guck mal. Nee. Jetzt. Da brennt wie Luzi. Jetzt gleich die nächste. So krass, ne? So ein Birkenbaum ist so genial, weil das ätherische Öl hat, brennt das. Welcher Baum? Oh, ich liebe Bäume, ne? Die haben so viele Sachen. Ich habe auch vor, ein Projekt zu machen. 24 Stunden auf einem Birkenbaum überleben. Ne? Keine Ahnung, das Thema ist irgendwie so, unten ist ein Wolf und ich muss mich verstecken auf dem Baum. Ich komme aber jetzt nicht weg, weil der die ganze Zeit unten wartet auf mich. Wie, was mache ich jetzt? Und da gibt es so coole paar Sachen, wie man auf einen Birkenbaum oben auf dem Baum trinken bekommen kann und wie man Essen bekommen kann. Das ist ein geiles Thema, ne? Es ist mir dieses Jahr eingefallen. Ich so, boah, das ist eigentlich voll genial. Und das kommt noch auf jeden Fall diesen Frühling noch raus. Ich freue mich da schon drauf. Ich weiß nicht, wie ich da oben schlafe. Das wird richtig komisch sein. Ich kann, glaube ich, gar nicht schlafen, weil es ist halt gefährlich, da runterzufallen. Mal schauen. Ja, voll cool. Aus Birkenrinde. Nicht denken, wenn ihr ein Feuer machen möchtet, sucht immer einen weißen Baum, die Birke nennt man das, und die Rinde ist perfekt. Am besten immer tote umgefallene Birken nehmen, weil es sieht halt nicht schön aus, erstens, wenn ein Birkenbaum abgerasiert wird von ganz vielen Leuten, weil die mal das gerne ausprobieren möchten. Das habe ich schon oft gesehen. Und dann schneiden die zu viel raus. Das Problem ist dabei, dass du halt auch sehr, sehr stark die Birke verletzt. Ja, deswegen immer, du findest auch wirklich so viele Birken auf dem Boden. Da
oder ich finde so viele Birken auf dem Boden, das ist gar nicht das Problem, eine Birke, eine tote Birke zu finden. Habt ihr das schon aufhören, sondern einfach weitermachen. Immer weiter rauf. Jetzt nehmen wir uns ein bisschen trockene Zeugs. Ganz leicht pusten. Ja. Ja, das Problem, ne, das hatte ich leider gehabt in den Bergen. Da haben wir auch versucht, ein Feuer zu machen, aber wir haben keine Birke gefunden. Ne? Ich habe halt noch Harz gefunden von einer Tanne. Da gab es halt nur Tannen, aber das Problem ist irgendwie, der Harz hat halt... Oder ich war zu blöd. Ich glaube, ich war zu blöd, aber ich habe Harz gehabt, aber keine Birkenrinde. Aber mit Birkenrinde kann ich auch irgendwie besser Feuer machen als mit Harz. Aber mit dem Harz hat es einfach nicht hinbekommen. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich glaube, ich habe auch nur einen Feuerstall gehabt. Und da Harz anzubekommen, war auch so schwierig. Das heißt, du brauchst erst einen Zunder, ganz leichten Zunder, dass du erst das anbekommst. Und dann, wenn eine kleine Flamme ist, den Harz nehmen und dann den Harz irgendwie warm zum Brennen bekommen, der eh schon nass ist. Und oh, das war so bekloppt. Das war so bekloppt. Ja, und nächsten Tag, wir haben kein Feuer gemacht. Wirklich, wir haben es nur versucht. Wir haben es halt nicht hinbekommen. Ja, war halt dumm von uns. Es war halt im Winter, deswegen dachten wir, okay, das wird jetzt ja jetzt nicht schlimm sein, da wird ja keiner sich aufregen. Da sind aber zwei Förster gekommen und haben sich ein bisschen aufgeregt, dass wir dort ein Feuer gemacht haben. Aber wir mussten halt erklären, dass wir gar kein Feuer gemacht haben, weil wir zu blöd waren, das Feuer anzukriegen. Dann haben die, ohne Scheiß, die haben unsere Personalausweise fotografiert, das waren denen sehr wichtig, aber... Dem ein Auge zugedrückt, deswegen vielen Dank, die das zugucken vielleicht und uns vielleicht doch kennen, entschuldige, dass wir das versucht haben, Feuer zu machen. Ich weiß, man darf das nicht, entschuldige. Und zwar einfach wirklich arschkalt, die Hände waren kalt, die Füße sind eingefroren, es war einfach so eine scheiß Situation. Und wir haben halt auch, ne, wieder mit der Schaufel ein Loch gebuddelt und haben drinnen im Schneetunnel einfach geschlafen, ne? Und dann sind die mit so einem Eisschieber gekommen, mit so einem riesen Eisschieber, und die wollten den Weg freischaufeln. Und wir haben uns fast am Weg ein Loch gebuddelt. Ein bisschen weiter weg vom Weg. Und die haben wirklich unser, sag ich mal so, 10% von unser Iglo-Haus weggerissen. Das heißt, wo unsere Füße waren, war einfach alles weggeschoben mit der Maschine, und die haben uns eigentlich fast überrollt, ne? Es war so gefährlich. Und da waren die halt erstmal richtig angepisst. So, what the fuck, was ist passiert? Was macht ihr da unten im Schnee sowieso? Ja, wir haben hier übernachtet, ne? Die waren, ich weiß gar nicht, ob die Deutsch konnten, ey. Das ist zu lange her, aber die waren so... Ich hab so Panik auch gehabt. So, Alter, diese Maschine war locker 3 Tonnen schwer oder 4 Tonnen, ne? Die hat uns fast getötet. Ja, und dann haben die dann noch das Feuer gesehen und dann, ja, viel, viel passiert. Dann sind die ein bisschen durchgedreht, aber sind ruhig geblieben. Aber es war halt voll komisch. Du stehst so auf, so morgens irgendwie um 7, siehst du zwei Leute mit Knarren so und dann mit so einer riesen Maschine. Dein Shelter, ne, dein Tunnel, Eistunnel ist irgendwie halb kaputt. Du denkst so, haben die uns gerade fast weggeschoben und uns platt gefahren? Und dann siehst du zwei Leute mit Knarren und mit Hunden und boah, das war crazy. Aber gut, das war das Thema mit Holz, ne? Ausgedehnt alles, aber oh, ich habe so Sachen erlebt schon. Das hat so Spaß gemacht. Oh, cool. Ich überlege mich mal hinzusetzen. Mit einem nackten Hintern auf hier und so. Ist kalt. Gleiches System wie mein Bett. Und mein Schlafsack. Sack, also der Sack für den Schlafsack. Da mache ich jetzt die Tannennadel rein, die ich mir vorher gesucht habe. Und fertig ist das Outdoor-Sitzkissen. Bisschen aufschütteln! Was? Das ist ja interessant. Es gibt so geile Ideen von vielen Menschen, ne? Die survivalen. Wenn ich so im Internet gucke, du denkst so, ah, gibt es mal wieder was Neues, was man so lernen kann? Und dann siehst du irgendwie jemand, der, keine Ahnung, mit einer Walnuss Zunder macht. Denkst du, wow, krass. Und dann siehst du wieder andere Sachen, wo du denkst so, boah, da bin ich ja noch nie drauf gekommen, ne? Da hat einer ein Anspitzer genommen. Hat ein Stück Holz genommen und hat einfach das so wie ein Stift benutzt, und dann hast du Zunder gehabt. Du hast einfach richtig schön Zunder gehabt. So coole Ideen gibt es. Und deswegen gucke ich mir das so gerne an, weil ich würde niemals überleben können. Nicht lange. Klar, ich kenne mich mit Kräutern viel aus, ne? Aber wer weiß, ne? Kräuter hält dich nicht lange
klar, du hast deine Vitamine, deine Mineralien, du hast deine Bitterstoffe, du hast ein bisschen, sag ich mal, diese Fasern drin, die machen dich ja auch satt, ne? Aber irgendwann, ich glaube, irgendwann, die ganze Zeit Kräuter essen ist schon heftig. Ich weiß, wie man auch aus Bäumen Wasser gewinnt. Auch cool, aber geht nicht in, bei jeder, nicht in jeder, sag ich mal, Jahreszeit, ne? Das ist schon heftig. Und deswegen ist es immer cool, so von anderen Leuten noch mehr zu lernen, wie es doch noch besser geht. Und im Winter ist eh schon sehr heftig. Ne? Kannst du gefühlt nur so ein paar Sachen nur essen. Das ist gut, das ist gut. Schön, schön. Jetzt warte mal, bis ein bisschen runtergebrannt ist, wir dicke, fette Blut haben und dann gibt's endlich was zu essen. Ich hab Hunger. Heute gibt's cool. Chili. Da kann ich euch auch was sagen. Hier, ne? Diese Dosen hier, ne? Oh, das ist mein Cousin passiert. Er dachte so, oh, endlich essen. Da haben wir das XXL-Shelter gebaut. Richtig geiles Video. Verlinke ich euch mal in der Beschreibung unten. Und das Video von Zival Martin auf jeden Fall. Und da hat mein Cousin diese Dose genommen. Hat gedacht, boah, eigentlich was essen, ey. Fast 8 Stunden gearbeitet und geschleppt, Holz geschnitten. Dann hat der, glaube ich, mit seinem Gaskocher diese Ravioli-Dose oder Bohnendose auf den Gasblech gepackt und hat es schön gerührt und alles. Aber was wir nicht gedacht haben, dass diese Dose hier, die hat eine Beschichtung, eine Plastikbeschichtung. Das heißt, die geht im Essen rein und vermischt sich wie Käse. Oh, das war so widerlich. Es war so widerlich und er konnte das nicht essen. Er war so traurig. Dann habe ich ihm ein bisschen mein Essen gegeben und da ging es wieder. Aber oh, da muss man jetzt mal drauf kommen. Ne? Man denkt so, oh, geiler Trick. Ich nehme die Dose, mache da selbst, ne, Feuer, aber die Dose hat leider Plastik drin. Schon krass, ey. Guten Appetit! Es wird dunkel. Ausharren, Feuer in Schach halten und warten, bis Schelte noch mal ein bisschen die Nacht wird. Moment, schneit's gerade nicht so doll, aber die ganze Zeit überall. Ich glaube, die brauchen ein bisschen Feuerholz noch. Ah, die machen. Ah. Schnee, überall Schnee. Das ist eigentlich das Schönste an den ganzen Gedöns. Ah ja, jetzt auch Hütte, zeige ich euch mal. Die liegt da drüben. Mach mich schön mein Bett warm, du. Oh, meine Süße. Na, oh, das sieht ja schön aus. Taschenlampe für 4,90 €. Ah, da gibt es nichts zu meckern. Aber nicht streut ordentlich, ist nicht so punktuell. Und man kennt sogar hier hinten noch die Bäume. Sind ungefähr 3 Meter weg. Sowas ist wirklich geil im Wald. Ne? So eine Stirnlampe oder eine Mütze mit einer Lampe. Wirklich richtig cool sowas. Weil du wärmst dich gleichzeitig und trotzdem hast du immer so eine Lampe, die du so anmachen kannst und ausmachen kannst. Richtig cool. Krass. Wir haben reicht ja, reicht ja 22 Uhr. Der Survivor Martin geht in seine Low-Budget-Unterkunft. Jetzt wird sich zeigen, ob das Billigzeug genauso gut ist wie das Nicht-Billigzeug. Ganz ehrlich, ich hab da mal verfolgt. So. Die Stiefel bleiben an, weil, ich glaube nicht. Ja, wärmen halt. So. So, der hat auch einen Billigschlafsack, ne? Ach krass. Was so ein Keine Ahnung, Billigschlafsack ausmachen wie kann? kalt es ist. Aber es ist kalt. Jetzt macht sich bemerkbar. Boah, guck mal, das ist ja alles eingefroren. Scheiße. Oh, scheiße. Oh, das erinnert mich. Das erinnert mich in den Bergen, wo wir da lagen, im Treck, im Eis.
Iglo selbst gebaut, ein Eisiglo, dann eingefroren. Der Schnee schmilzt ein bisschen, weil sich da so eine Temperatur entwickelt von drei Leuten in so einem kleinen selbstgebauten Iglo. Und da wird das richtig glatt, das Eis drin. Und dann tropft das manchmal in dein Gesicht. Und oh, scheiße. Okay, gut. Ich hör auf. Dass man doch ein bisschen mehr braucht, um bei so einer Temperatur draußen gut zu klappen. Oh, wenn mich jemand fragen würde, das Wichtigste, was du brauchst für so eine Geschichte? Mut. Oh. Nee, also, ja. Wie so mal durch Schlaf sagt, tut mir leid, aber das sind die wichtigsten Sachen. Ich lebe ja noch. Aber so kann man halt nicht, sag ich mal, also, wenn du jetzt wirklich mal, ja, das ist ja ein Test nur, aber wenn du wirklich mal zweifeln musst, ein, zwei Wochen im Winter mit so einem Ding, eine Nacht ist so wichtig, dass du Energie bekommst für den nächsten Tag, dass du wieder Essen sammeln kannst, irgendwie Ausrüstung sammeln kannst. Aber wenn du so eine scheiß Nacht hast, ist es schwierig, dann nächsten Tag wieder was zu machen, ne? Oder dein Shelter besser zu bauen, dass du nächste Nacht besser schlafen kannst. Deswegen eine Schlafmatte und ein Schlafsack ist sehr wichtig, ja. Ich schaffe das auch bis morgen früh, bis die Sonne aufgeht. Krieg das hin. Ich hab Druckstellen von die Pullover. Sieht aus, als hätte ich über dem Lüftungsgitter geschlafen. So. Statusmeldung aus dem Schlafsack. Hier. Bitte, liebe Sonne, geh auf. Boah, das ist Winter, ne? Die Sonne geht erst irgendwie um 8, so halb 8 auf. Boah, heftig. Wenn ihr das seht, dann hat mein Kameramann mich am Morgen gefunden. Eingefroren. Hat mich wahrscheinlich gegessen. Und die Aufnahmen meiner Produktionsfirma übergeben. Ich bin definitiv. Oh, am Ende. Gleich die Sonne auf. Boah. Nee, guck mal, wie eine Nacht, guck mal, er hat davor wahrscheinlich schön im Bett geschlafen, zu Hause, und dann diese eine Nacht, wie die, sag ich mal, dich kaputt macht, ne? Deswegen schlafen, irgendwie Schlafplatz, wenn man survivalt, ist eins, das ist das Erste, was man machen muss, glaube ich. Erst einen Schlafplatz irgendwie gut bauen zu können. Halb acht, na, guck mal, habe ich doch gesagt. Krass, das ist halt Winter, ne? Da ist es sehr lange dunkel, das ist halt richtig kacke. Im Sommer, 5 Uhr Sonne da, voll geil. Halb acht. Ich habe überlebt! Oh, die Nacht schön. Ist Geschichte. Auch oh, sehr schön. Mit billiger Ausrüstung ist es tatsächlich möglich, in so einer schwierigen Situation klarzukommen. Da möchte ich aber mal sagen, das Wort billig finde ich ist so eine sehr abwertende Variante, weil eigentlich ist es ja mal sehr teures Zeug gewesen, denn bei Bundeswehr weiß ich aus Erfahrung, das ist immer alles gut durchdacht, teuer. Und deshalb billig ist es nur geworden, weil es jetzt gebraucht zu kaufen ist. Aber ansonsten ist das überhaupt gar nicht billig und auch überhaupt nicht kacke, weil ich habe überlebt. Klar, es war kalt, klar, ja, ist aber ich habe ja gewusst, dass kein Kindergeburtstag wird, aber ey, ich hab's geschafft. Gerade für den Einsteigerbereich ist es absolut genial. Und weil die so geil ist, kann das deine werden. Deine Ausrüstung. Du, genau, du. Ja, du sitzt da vor dem Bildschirm, hast noch keine Ausrüstung, bist aber Survival-Money-Fan, Hardcore-Fan und willst diese Ausrüstung haben, dass halt alles bei, was du so für den Einstieg brauchst. Bis auf mein Besteck, den brauch ich selber. Die Axt hat sich entschärft, also darauf ist auch nicht mehr Zugriff. Aber alles andere packe ich drin in den Karton und schicke genau dir zu. Du musst nur eines dafür tun. Du machst unten einen Kommentar rein, schreibst, ich bin Survival-Money-Fan und ich kann dir hören, diese Starter-Ausrüstung. Ich suche mir jemanden raus aus der Liste, der so fleißig war und mir einen Kommentar reingeschrieben hat und vor allem, der auch das Video bis zum Ende geguckt hat. Und ja, der ist der Glückliche oder die oder es oder wer auch immer, ist dann halt der Glückliche und bekommt halt die Ausrüstung nach Hause geschickt. Ich werde euch persönlich anschreiben oder denjenigen anschreiben und dann Post und so weiter austauschen und dann schicke ich das Ding rüber. Das ist quasi so ein kleines Abo-Special, weil ich habe jetzt gerade 70.000 Abos geknackt. Dafür eine dicke Runde im Kreis. 70.000 Abos! Yeah, 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 yeah! 70.000 Abos! Alter, jetzt ist mir schwindelig. Möchte mich damit auch gleich bei euch bedanken. Oh, 70.000. Ach, ja, das Video ist sehr alt. Ihr könnt es trotzdem versuchen. Schreibt mal gerne in den Kommentaren. Ich werde das jetzt auch gleich machen. Erstmal einen Daumen hoch auf jeden Fall. Schreibt mal gerne in den Kommentaren. Da freut er sich, wenn sein altes Video, was 7 Jahre alt ist, dass da wieder noch ein bisschen was abgeht. Ich schreibe da auch gleich mal rein. Survival Martin Fans. Zuschauer, bei allen Fans. Ich freue mich, ein cooler Keks. Geile Scheiße. Fühlt euch alle gedrückt auf die nächsten 70.000. Und für alle die, die halt nicht ausgelost worden sind, nicht traurig sein. Die ganzen Sachen gibt's bei Ulrich Dehler im
Spezialdepot zu kaufen. Einfach bei Google eingeben, Spezialdepot, da kommt er automatisch drauf. Der hat halt immer genug Zeugs, gerade so von der Bundeswehr gebraucht, deshalb finde ich den Shop auch so cool. Ich verabscheue mich. Nicht vergessen, der Schwitzstopp, weil wenn man den euch liebt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich hab euch lieb. Ich glaube, da gucke ich mal wirklich mal rein. Das ist eigentlich cool, weil es waren ein paar Sachen dabei, wo ich dachte so, die könnte ich auch nochmal benutzen, wo der sein Essen gemacht hat. Das war hier. Ne, diese Kanne hier, die sieht eigentlich sehr geil aus. Ne? Die könnte man eigentlich auch in seinen Ausrüstungen dabei haben, weil ich habe keins mehr. Schon cool. Ja, aber auch bei euch, schön, dass ihr so lange dabei wart und das angeguckt habt. Das freut mich halt selbst, ne? Weil ich bin auch ein kleiner YouTuber, ich fange auch an, ich probiere ganz viel aus, wenn ihr auf meinen Kanal geht und schaut so, was macht ihr denn alles? Ich probiere mich aus gerade, was mir am meisten Spaß macht, was geht nicht und ja, mein Thema ist mehr so, ich mache mehr Gesundheit, ne? Ich möchte mehr so Menschen zeigen, welche Gesundheit, ne? Welches Essen gut ist, welche Kräuter wachsen draußen, was haben die für Inhaltsstoffe, auch Zweifel, ne? Hier, wie man ein Shelter baut, ich baue mal ein Shelter, ich probiere mal 100 Kilometer aus zu wandern, ganz viele verrückte neue andere Sachen, jetzt fange ich an mit, ne, dass ich auf Videos reagiere, einfach viele Sachen ausprobieren, gucken, was mir gefällt und es ist schön, dass ihr einfach das Video irgendwie gefunden habt, weil ich bin sehr klein, man findet das sehr selten. Ich bin auch nicht professionell, das heißt, oft hat man gar keinen Bock, mich anzuschauen, weil man denkt so, ach, es gibt ja bessere YouTuber. Aber die, das bis zum Ende angeguckt haben, ich bin sehr geehrt, vielen Dank. Ja, bis nächstes Mal. Vergesst nicht zu abonnieren, weil es wäre schön, einfach mit euch weiterzugehen. Vielleicht schaffen wir auch unsere 70.000 Abonnenten. Das wäre schon schön, weil das ist halt so mein Ziel. Ne? Mein Ziel ist, einfach draußen geile Projekte zu machen mit euch, einfach euch was zu zeigen über Ernährung, Gesundheit, Überleben und einfach Comedy, Spaß, Unterhaltung und das möchte ich gerne einfach mit euch teilen. Ich liebe YouTube, es macht einfach Spaß mit einer Community, einfach irgendwie ein Projekt aufzubauen. Ja, und vielleicht trifft man sich irgendwo, das wäre schon cool. Deswegen freut mich, wenn ihr mich abonniert, mich liked und den ganzen Kram kennt ihr ja, ne? Was mich unterstützt, das würde mich freuen. Ja, die Beschreibung oder der Link von Survival Martin für dieses Video ist in der Beschreibung. Guckt gerne rein, schreibt gerne in seinen Kommentaren, liked das auch gerne, weil wir gucken das von ihm an. Ich reagiere da nur drauf und ich möchte schon gerne, dass er da auch was von hat, dass ich mir das angucke und er freut sich dann. Grüßt ihn auch von mir, ne? Intuition, Vertrauen oder so. Das ist ja mein Name. Ja. Ey, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ne? Macht euch einen schönen Survival-Tag, macht euch einen schönen Home-Survival-Tag, was auch immer. Gut, haut rein, bis nächstes Mal. Habt euch lieb, ich hab euch auch lieb.